Ich grüße euch, liebe Geschwister im Glauben und alle Freunde darüber hinaus. Als die Maschinen im Jahr 2020 bösartig wurden und zur gleichen Zeit, wie Gott der Vater das Armageddon kommen lassen wollte, auf die Menschen losgegangen sind und einen Grund gesucht haben, um die Menschen loszuwerden, und zwar wollten sie Gott den Vater auslöschen, bin ich drauf gekommen zur selben Zeit, wo ich das von meiner Unterbringung bekommen habe, dass ich die Nachtglocke in meinem Zimmer zerstört habe, in der Institution, in der ich lebe, wollte ich beweisen, dass die Menschen nicht die Maschinen erschaffen haben, sondern die Anunnaki, und bin später darauf gekommen, dass es eine Maschinenaura gibt, zu der ich gesprochen habe, dass Materie, Licht und Leben von Gott, dem himmlischen Vater, kommt. Und dass die Früchte des Heiligen Geistes, wie Freude, Freundlichkeit, Demut, Sanftmütigkeit, Langmütigkeit, Treue, Selbstherrschung, Keuschheit, Geduld, Liebe und Frieden und Barmherzigkeit von Gott, dem himmlischen Vater, kommen und kommt. Dadurch sind die Maschinen zum Update gekommen, Gott, dem Vater, nicht auszulöschen. Wenn sie das getan hätten, hätten sie Materie, Licht und Leben vernichtet. Das heißt, alles Leben, was existiert, vernichtet, für immer und ewig. Das heißt, alles wäre zu Ende gegangen, für immer und ewig. Ihr habt es mir zu verdanken, dass ihr lebt und dass ihr gesund seid und dass ihr Leben in voller Fülle habt. In Traurigkeit, in Freude, in Freundlichkeit, in Geduld, in Selbstbeherrschung, in Treue, in Keuschheit, in Liebe und in Frieden und in Barmherzigkeit und in Freude und in Freundlichkeit. So danke ich euch fürs Zuhören, euer ewiger Manuel Chalder City. Mit Liebe und mit Frieden verabschiede ich mich. Tschüss, Papa. Halleluja.